Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einem vorgestellt. Astro Ace, Vorschau Nummer 2 ist das. Wir wollen es noch einmal probieren. Nochmal reingucken, vielleicht kommen wir ein paar Meter weiter oder so oder ein paar Punkte weiter. Mal schauen, nach dem Intro werden wir sehen, wie es geht. Ja, geübt habe ich nicht zwischenzeitlich, war leider nicht so viel Zeit und wir haben ja dieses Schiff hier noch ausprobiert. Liftoff geht da oben, okay. Und nein, wir müssen die XY-Taste nehmen. Okay. Das war schon mal gar nicht so schlecht, denke ich. Und der kann ein bisschen mehr ab, kann das sein? Ah, jetzt nicht mehr. Aber 700 Punkte sind ja gar nicht mal so schlecht, ne? Wofür ist das Grund hier da unten gewesen? Keine Ahnung. Lift off und wir legen wieder los. Okay. Oh, der startet durch. Okay, das ist jetzt wohl Level Up oder was? Okay, das war jetzt nicht so dolle. Ja, da hat es mich wieder erwischt. Aber 850 Punkte schon. Ah, da der Level 490, 4930 zu 5080. Die werden wir jetzt ja wohl brechen können. Okay, da haben wir das schon geholt. Der ist auch kaputt gegangen. Okay, wir haben eine andere Waffe gekriegt, die auf der einen Seite recht cool ist, auf der anderen Seite nicht so durchschlagskräftig. Aber man darf die auch nicht immer nutzen, sehe ich gerade. Okay. Wir haben ja noch eine B-Waffe, ne? Da muss ich auch immer dran denken. Und da hat es mich erwischt. Aber 2050 neuer Rekord. Und wir haben was unlocked. Confirmen wir das. New Record 260. Das ist wohl eine andere Waffe oder was? Vielleicht soll mein Hangar gehen. Und dann können wir hier was austauschen. Dann nehmen wir doch dieses Ding mal, oder? Also das Schiff hier ist, der Crawler ist für mich wahrscheinlich am besten. Okay, da haben wir Energie irgendwie gekriegt wohl. Mal gucken, dass wir das alles einsammeln. Ne, ich glaube, der Dreifachschuss ist für mich am besten. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ah, oh, da haben wir diesen unlocked. Confirm. Gehen wir in den Hangar und gucken uns den nochmal an, oder? Ach so, das ist nur eine andere Farbe. Okay. Dann war es das nicht, aber hier ist definitiv nicht mein Ding. Das ist mein Ding, glaube ich. So, schauen wir nochmal. Ja.
und wir sind zu weit aus dem Bild raus, dann verlierst du auch. Nochmal das Ganze. Da müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Okay, Munition eingesammelt. Okay, den haben wir auch geholt. Das reichte gerade noch so. Shoot up. Ah, zurückschießen tun wir jetzt auch. Das ist schon mal gut. Hier mal ein bisschen einsammeln. Die haben nicht mit uns gerechnet wahrscheinlich. Okay, den haben wir zum Glück vor, der uns gemacht hat, haben wir den gemacht. Oh, wir schießen jetzt sogar in drei Richtungen. Sehr cool. Oh, was machen die denn jetzt alle hier? Ich glaube, wird schwerer. 3600 Points haben wir geholt. Ist ein bisschen was, ne? Okay, dann wollen wir mal gucken. Kommt die sofort jetzt alle so oder fängt es erst doch wieder einfacher an? Größerer Damage ist, glaube ich, jetzt angesagt. Okay. Das ist jetzt mal ordentlich, ne? Ah, da hat mich einer erwischt. Okay. Jetzt wird es schon schwieriger. Da kommen jetzt auch größere Gegner an. Und die haben mich erwischt. Aber 4100 Points ist schon mal eine Hausnummer, ne? Hier auf Unlocked. Was haben wir denn unlocked? Neues Design, glaube ich. New Paint Job, genau. Aber New Equipment. Keine Ahnung, Zielvorrichtung. Was ist das? Ist hier nicht bei. Also dann nehmen wir wieder unser... Warte, empty? Kann ich da noch was auswählen dann? Ne, da kann ich nichts auswählen. Wo kommt das denn her, was ich da gerade hatte? Das ist die Frage, ne? Oder geht das nur in einen besonderen Schiff dann rein? Könnte auch sein, ne? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Müssen wir gucken. So, shit, den nochmal gestriffen, aber ich wollte unbedingt an die da oben dran, ne? Also das ist jetzt nicht meine Waffe, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
da bin ich schon kaputt. Das war jetzt nicht so dolle. 1200 Points. Nochmal starten. Wo das da her resultiert, was da gibt, weiß ich nicht. Da hat es mich erwischt. Okay, ich mache mal einmal einen großen Crash. Das sieht gut aus da oben. Okay. Okay, das braucht länger zum Aufladen, das Ding. Ich kann auch bremsen, sehe ich gerade. Aber das hat sich nicht ausgegeben. Ja, okay. Ich denke, wir haben nochmal einen Eindruck von dem Spiel gehabt, ne? Hier sehen wir so ein paar Schiffe halt noch. Ja, das hatten wir. Ich glaube, die haben alle ausprobiert. Wir konnten hier dann auch noch diverse Farbvariationen hier nehmen. Auch sehr schön gemacht. Dann kannst du, wenn du den genommen hast, hier noch die Waffen tauschen. Wo jetzt dieses andere Equipment da geblieben ist, weiß ich nicht. Ich krieg's nicht hier auf dem Schirm. Dieses Fadenkreuzmäßig war das ja. Keine Ahnung. Und einen zweiten einbauen geht, glaube ich, nicht. Nee, das ist nicht machbar. Ja, weiß ich nicht. Aber ein ganz cooles Spiel für zwischendurch mal, muss man nicht viel machen, ne? Kann man mal ein bisschen rumballern, hat mal ein bisschen Ablenkung, wenn man Bock hat. Und ja, ich würde sagen, eine Kaufempfehlung würde ich dafür geben, einfach just for fun. Ich weiß gar nicht, wie teuer es ist, aber ich habe es halt umsonst gekriegt. Danke nochmal an die Entwickler dafür. Gute Vorstellung, denke ich mal, kann man da machen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in irgendeiner der nächsten Vorschauen. Bis dann, ciao!